Hallo und willkommen zurück an der Wein plus Verkostungsfront. Ich bin heute wieder mal alleine. Dafür haben wir umso mehr zu tun. Es gibt nämlich Moselriesling. Den größten Teil dieser, glaube ich, 26 Weine sind große Gewächse. Es sind nicht nur GGs dabei, es ist auch nicht nur VDP dabei. Es ist ein ziemlich kompaktes Feld. Es geht los mit 87 Punkten und hört bei 90 auf. Was so ein bisschen symptomatisch dieses Jahr in vielen Bereichen ist bei Riesling, weil halt das 2020er doch ein sehr trockenes Jahr war. Und die ganz großen Weine halt schon relativ selten sind. Nicht, dass der Jahrgang wirklich schlecht gewesen wäre. Aber so die totale Begeisterung, die kommt nur in Einzelfällen auf. Jetzt schauen wir mal, ob es so bleibt oder ob wir nicht doch noch die eine oder andere Überraschung erleben. Das fängt schon mal recht hefig an, so ein bisschen reduktiv noch, kräuterig, pflanzlich, fast ein bisschen grüne Noten. Ja, so was ganz leicht Florales dabei, ein bisschen so zitroniger Einschlag. Noch so ganz leicht rauchig von der Reduktion. Recht kühle Angelegenheit, sehr hell in der Frucht. Recht lebendige Säure, die bei mir falsch geschrieben ist. Oder fast präsent sogar. So ein ganz leichter Griff von Gerbstoff. Dann kommt so ein bisschen herbe Mineralik im Hintergrund. Wieder was Zitroniges ist dabei, so ein ganz leichter Anflug roter Beeren. Das ist recht geschliffen, das hat hinten einen gewissen Zug, es ist nicht ewig tief, aber es ist schon gut gemacht. Das steht bei 87 gut, finde ich. Das ist das Weingut Meierer mit dem Paulinsberg 418 Kilometer heißt das Ding. Schauen wir, ob wir einen Preis haben. Schauen wir mal. 15,90. Das hat in der Nase schon ein bisschen mehr Mineralik. Ist deutlich was getrocknet Kräuteriges. Ein bisschen dieser Fenchelanflug, den man besonders 20 oder überhaupt auch jetzt 19 zum Teil auch schon, also in diesen trockenen Jahren öfter hat offensichtlich. Ja. Und es ist deutlich, habe ich das schon gesagt, deutlich mineralischer als der andere. Gaumen ist auch das schlank, kühl und hell. Es hat noch ein bisschen mehr Hefenoten. Es wirkt noch ein bisschen unruhiger und verschlossener als der Vorgänger jetzt. So eine leichte Süße dabei, eine lebendige, bisschen feinere Säure. Eine ganz zarte Kohlensäure hinten. Dann hat es einen recht auffallenden Griff von reifer Phenolik. Ist überhaupt nicht unangenehm. Das sorgt noch zusätzlich für Rückgrat. Mineralik ist wieder da, so was ganz leicht. Sellerieartig, Wurzelgemüsiges spielt da noch mit. Ja, das war gestern noch ein bisschen unruhiger als heute. Und die Süße, die war gestern schon ein bisschen auffällig bis nervig. Auch weil der Wein sowas ganz leicht Mostiges hatte, das hat er jetzt abgelegt. Na.
So, also das ist straffer geworden, harmonischer im Ganzen. Deswegen reichen auch die 87 nicht, das sind eher 8. Und der wird ein bisschen länger halten als ursprünglich gedacht. Ja, sind 8. Recht eleganter, schlanker, lebendiger Stil. Das ist noch einmal Meierer. Und das ist sein Friesenlei. Gibt es da noch mehr Informationen drauf? Bis auf 3 friesische Namen? Nicht. Lena Ingwersen, Sönke Ingwersen, Karsten Jepsen steht noch drauf. Na gut. La kostet, haben wir da einen Warenpreis, 20 Euro. Übrigens auch vom Alkohol her ziemlich leichte Angelegenheit, der hatte 11%. Das ist eine zurückhaltendere, herbere Nase. Hat auch was deutlich Mineralisches drin, so ein bisschen Hefe noch. Pflanzliche bis kräuterige Aromen. Der hat auch in der Nase schon so was ganz leicht Phenolisches. Hat ein bisschen mehr Substanz als der Vorgänger. Ist ein bisschen, ganz leicht gedeckt ist er noch. Hat auch so ein bisschen Phenolik wieder. Gewisse Süße, aber sehr verhaltene Frucht. Das ist alles ziemlich mineralisch am Gaumen. Und die Mineralik ist herab und puffert diese Süße recht gut. Ja, es bleibt im Abgang noch ganz leicht gedeckt und nachtrocknend. Ist auch nicht ewig tief. Und es hat, ja, da findet auch das statt, was man diesen Weinen aus diesen sehr trockenen Jahren, wenn die Wasserversorgung in manchen Lagen halt nicht stimmt, halt immer wieder mal anmerkt. So ein bisschen mehr Dichte und Tiefe könnte man sich in der Gaumenmitte wünschen für höhere Wein. Das steht bei 88. Ja, das wird auch ein bisschen länger halten, glaube ich. Und da steht es gut. Also, wie gesagt, das ist überhaupt kein schlechter Wein, gar keine Frage. Aber so ein bisschen merkt man ihm die Jahrgangsbedingungen halt an. Das ist das erste große Gewächs. Das ist Granz Fassian mit der Triptenheimer Apotheke 2020. Kostet mal irgendwo. Was gesagt, ob Apotheke? 30 Euro kostet er. Merkt es auch hinten raus, wie so oft, ist das ja immer ein Indiz dafür, wie gut ist der Wein wirklich. Er bleibt ein bisschen einseitig. Es ist schon mineralisch und es ist ein bisschen phenolisch und deckend, aber es fächert sich halt nicht auf, es geht nicht wirklich in die Tiefe. Das fehlt ihm ein bisschen für wirklich höhere Weine. Aber er schmeckt, gar keine Frage. Das ist relativ ruhige Nase, dunkler als die anderen bisher. Das ist ein bisschen was Wachsiges drin. Dann haben wir erneut so diese Fenchelnoten. Also es riecht ein bisschen nach höherer Reife auch. Mhm.
Das ist relativ weich im Mund, mit zurückhaltender Säure, so ein bisschen Grip von mürbem Gerbstoff. Dann hat wieder so eine dunkle Mineralik Platz da im Hintergrund. Ist auch was ganz, ganz leicht noch Gedecktes durch diesen Gerbstoff. Und dann hat er relativ viel Süße. Und dadurch, dass der Wein ohnehin so ein bisschen weicher und schmelziger und wärmer wirkt, kommt die Süße eher noch deutlicher raus. Dann kommt so eine gelbe Würze an Sanddorn erinnern, das kommt da hinten, dann wieder Wachs. Und so gleich der Honig-Touch. Der steht auch bei 88. Ich würde ihm wegen seiner Substanz und seiner gewissen Nachhaltigkeit und auch diesem mineralischen Fundament würde ich es lassen. Mir persönlich ist es so ein bisschen zu sehr süßlich zerfließend, um jetzt meinen Geschmack zu treffen, aber darum geht es hier halt einfach auch nicht. Ansonsten kann der Wein die 88 schon. Aber trocken ist halt schon eher so ein Vorschlag. Schmecken tut er eher süß. Das ist Freiherr von Heddersdorf und zwar ist das Uhlen Rotlei 2020. Uhlen Baron nennt er den noch. Das ist, glaube ich, sein. Ja, das ist in der Haushierarchie seine Spitze. Kostet aber trotzdem nur 16 Euro. Legt sich auch hinten am Gaumen so warm, weich, süßlich, aber auch so ein bisschen mineralisch und so ein bisschen kräuterig, pflanzlich legt er sich da auf den Gaumen. Und es hält auch ganz gut. Die Nase wirkt ein bisschen kühler als die des Vorgängers. Ist relativ fest, gelbfruchtig, mineralisch. So ein bisschen getrocknet floral. Das steht noch nicht drin. Ein bisschen gelbe Würze auch wieder. Das geht fast ein bisschen ins Tabakige sogar. Jetzt sollte man reinschreiben. Ja, ist auch eine eher reife und recht süße Frucht. Hat ein bisschen was Kandiertes und Karamelliges. Dazu aber relativ herbe Mineralik, die auch wieder so eher so ein Fundament bildet, auf dem der Wein so getragen wird. Recht feine Säure, die auch etwas moderater ist. Nicht ganz so moderat wie die des Vorgängers. Da ist ein bisschen mehr Biss da. Wieder Honig, so ganz leichtes Wachstönchen im Hintergrund. Ein bisschen Fenchel oder Fenchelsaat. Auch noch so eine winzige Spur gedeckt, aber das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Das ist so ganz feine Phenolik, die er hat. Ganz für mehr als 88 reicht es mir nicht. Persönlich gefällt er mir aber besser als der Vorgänger. Den kann man auch schon antrinken. Also ich denke, ich würde das sowas auch, das muss man sowieso sagen, die Weine dieses Jahrgangs, ich würde das mit der langen Lagerung ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich glaube nicht, dass da jeder besonders lang durchhält. So wie ich das einschätze, glaube ich, schmecken die meisten Weine so in 3, 4, 5 Jahren am besten. Oder zumindest sehr viele, auch von den sehr guten. Das ist ein Uhlenlaubach, 10 Terrassen. Das ist auch Heddersdorf, oder? Genau, das ist Heddersdorf, 10 Terrassen. Uhlenlaubach.
auch 20. Kostet, ich glaube, der ist ein bisschen günstiger als der andere. Ja, der kostet 14 Euro. Ja, das geht schon. Also das sind Weine auch für Leute, die einen Riesling wegen seiner hohen Säure meistens nicht so schmeckt. Mit denen könnten wir es mal probieren. Das bisschen gedeckt in der Nase. Relativ kühl, eine zurückhaltende Frucht, pflanzliche Noten drin. Bisschen wieder mineralisch im Hintergrund. Aber der mag noch nicht so recht. Auch was leicht rauchig reduktiv ist dazu. Aber nur ganz leicht. Das ist wieder ziemlich süß. Es hat ein bisschen mehr Säure als jetzt die beiden Vorgänger. Dann eine gelbe Würze, schon noch so herbe mineralische Töne, ein bisschen Gerbstoffgriff. So kantiert zitronige Töne. Wirklich auffällige, völlige Süße. Ja, aber es ist, wie gesagt, griffig, es ist mineralisch, es ist relativ straff, es ist ganz leicht eckig am Gaumen von dem Gerbstoff. Und diese sehr straffe Säure, die verstärkt sich gegenseitig, habe ich so den Eindruck. Das ist auch der Grund, warum auch der bei 88 stehen bleibt, ist dieses etwas eckige, dieses nicht so ganz zusammengesetzte, da steht die Säure, da die Süße, da ein bisschen der raue Gerbstoff, der eine gewisse Länge und Substanz und sowas, das hat er alles. Aber viel mehr reicht es nicht. Dazu ist mir das ein bisschen zu rau. Was man getrost auch wieder auf den Jahrgang schieben kann. Den Zucker jetzt nicht. Das ist 2020 Peace Potter Goldtröpfchen Granz Fassian. Doch hinten raus ein bisschen rauchig. Goldtröpfchen. Auch 30 Euro. Was er noch hat, ist so ein bisschen so was bitterlich grün-kräuteriges, das auch stehen bleibt. Hä? Wird's doch vertippt, offensichtlich. Na? Jetzt so. Weil wir bei grün-kräuterig sind, das hat das auch. Und auch das ist so ganz leicht phenolisch gedeckt in der Nase. Auch wieder fenchelige Töne. Ein bisschen heller Tabak. Die Frucht wirkt auf mich ein bisschen verhaltener als beim Vorgänger. Vielleicht auch spurheller. Dann kommen hefige Noten, wieder dieses grün-kräuterige ist da. Eine ziemlich präsente Säure. Gewisse Süße, die aber weniger wirkt als beim Vorgänger. Und auch der hat aber so ein bisschen so einen deckenden Gerbstoff. Dann hinten raus kommt so ein Hauch frische Butter. Ja, das. Das gleiche Problem wie beim Vorgänger ist halt einfach ein bisschen rau und eckig und auch da steht so ein bisschen diese sehr präsente Säure und diese gewisse Süße und die Frucht so ist ein bisschen nebeneinander. Deswegen bleibt der auch bei seinen 88 stehen. Und auch das sind Weine, ich würde sie nicht ewig aufheben. Ich würde wirklich
in ein, zwei Jahren das Trinken anfangen und schauen, dass ich die nicht zu lange lagere und irgendwann schmeckt es mir nicht mehr. Das ist wieder Granz Fassian, großes Gewächs, diesmal aus dem Droner Hofberg, auch 2020. Kostet auch 30. Der trocknet hinten fast noch ein bisschen stärker als der andere. Das ist fester und tiefer als die anderen bis jetzt. Das war gestern offensichtlich ziemlich verschlossen. Also, das ist schon heute noch ein Stück weit. Aber er gibt offensichtlich etwas mehr her. Ein bisschen Reduktionstöne. So ein bisschen so Passionsfrucht-Exotik ist da mit drin. Nicht aufdringlich, aber sie ist da. Und recht deutliche Mineralik. Ja, das ist auch im Gaumen fester. Es hat auch so ganz leichte Süße, aber die ist sehr, sehr verhalten. Hefetöne, viel Mineralik, Grip von reifem Gerbstoff, sehr feine. Jetzt wieder so eher ein bisschen marmorierende Säure, das heißt, das durchwirkt den Wein. Das steht nicht so daneben, wie wir das eben vorhin auch schon hatten. Ja, das habe ich gestern deutlich unterschätzt. Was Nussiges hat er dabei. Auch tabakige Noten kommen da im Hintergrund. Es hat eine gewisse Komplexität und wie gesagt einen festen Bau. Ich würde ihm jetzt mal 90 geben. Und warte mal. Da würde ich tatsächlich ein bisschen länger warten mit dem Trinken, also schon mindestens 2 Jahre. Auch wenn ich da nicht glaube, dass das für die Ewigkeit gebaut ist. Ich gebe dem jetzt mal 90 und ich zeige ihn auch, stelle dann aber dann einfach bei dem 90er nochmal rein, um später zu schauen, ob er da mithält. Das ist Clemens Busch. Das sind seine Fahrleiterrassen 2020. Also das ist sein Topwein. Und den stelle ich jetzt da einfach 90er nochmal irgendwie rein, so dass ich später nicht mehr drauf komme, dass der da steht, wo er steht. Kostet übrigens 50 Euro. Ja, das ist halt auch schon eine Ansage. Das soll er dann schon was können. Aber auch da, ich meine, Clemens Busch kennt man ja auch schon lang. Auch da merkt man die Trockenheit des Jahrgangs schon, weil so diese richtige dichte Tiefe und Spannung, die aus den besten Jahren, die ist da auch nicht vorhanden. Und das ist jetzt immerhin sein Spitzenwein. Da hilft halt nichts, wenn kein Wasser da ist. Muss man damit leben. Ein bisschen zurückhaltender und hat irgendwas Florales in der Nase, Kräuternoten. Ja, es steht alles drin. Ein bisschen kühl und fast ruhig. Ein bisschen was Mineralisches. Das ist wieder ein ganzes Stück schlanker, ein bisschen heller in der Aromatik, deutlich süßer. Recht lebendige Säure, ein bisschen Gerbstoffgriff. Kräuter, Florales ist dabei, so eine ganz zarte, rotbeerige Nuance hinten. Diesen Zucker eigentlich nicht. Der lässt so ganz leicht die Konturen verschwimmen.
Das hat eine schöne Mineralik und einen relativ festen Bau. Auch eine gewisse Länge. Ah, das steht schon bei 89. Ja, ist ein Grenzfall. Aber ich kann wegen seiner Struktur und der Mineralik schon damit leben. Mir wäre halt noch lieber, er hätte statt der Süße noch ein bisschen mehr Substanz. Das macht es halt dann auch nicht leichter. Es ist halt ein Trugschluss zu glauben, dass wenn den Weinen echte Dichte und Tiefe und Substanz fehlt, dass man das mit Zucker kaschieren kann. Das stimmt überhaupt nicht, denn der Zucker fällt dadurch eher noch mehr auf und ist noch eher geneigt, die Konturen zu verwischen und das Ganze ein bisschen indifferenter zu machen, das ganze Geschmacksbild. Da legt man sich dann selbst ein Ei, wenn man dann zu viel Zucker dran hat. Das ist Gransfacian 20 Laurentiuslei, großes Gewächs. Kostet auch 30. Kosten alle 30, die großen Gewächse, wie ich das gerade sehe. Das ist sehr kühl und ziemlich hell in der Nase. Hat ein bisschen was, also neben richtig kräuterig pflanzlichen Noten, auch so was ganz leicht an Laub erinnerndes. Und dann auch Pfeffer. Ein bisschen was Gelbes. Ist auch gelb-gewürziges da drin. Das war gestern noch ein bisschen plakativer. Also auch gelbfruchtiger. Die Frucht hat sich so ein bisschen zurückgezogen. So wirklich recht runtergekühlt, was mir ganz gut gefällt so. Ist eine relativ straffe Frucht. Auch wieder Gerbstoffgriff. Aber der ist nicht so rau, sondern diese Phenolik ist relativ fein. Auch die präsente Säure ist eher fein. Dann kommt wieder schon eine auffällige Süße, die hier ein bisschen besser eingebunden ist als beim Vorgänger, aber kaum weniger zu sein scheint. Das ist also auch relativ hoch. Aber diese sehr deutliche herbe Mineralik, die dann dahin kommt, die puffert es auch besser. Und dann einen gewissen Zug. Ist auch nicht übermäßig tief und dicht. Aber es hat schon eine Spannung auch. Steht auch bei 89 und da kann man ihn auch getrost stehen lassen. Das ist das Weingut Schloss Saarstein mit dem 20er Schloss Saarsteiner großen Gewächs. So schaut es aus. Das kostet 28,50. Ja, so die richtige Länge, das ist wirklich auch eine knappe Entscheidung. Probieren wir vielleicht später nochmal. Aber da fehlt sie mir ein bisschen hinten. Ist ja zurückhaltend, ziemlich kühle Nase. Pflanzlich, verhalten, hellfruchtig. Aber es hat eine gewisse Festigkeit. Das ist der geschliffenste jetzt. Oder bis jetzt. Ist hefig, saftig, nicht restlos trocken, aber auch nicht wirklich süß. Hat eine ganz, ganz feine, fast seidige Säure und auch diese Phenolik, die er hat, hat so was Seidiges. Ja, hinten raus kommt ein bisschen mehr von der Süße, aber das ist auch wieder ganz gut gepuffert durch die Mineralik und das ist auch ein richtig geschliffener Wein, der hat also trotz der Süße noch präzise Konturen, da wird nichts verwischt.
Das ist jetzt auch nicht übermäßig tief und komplex, aber es ist der schönste Wein bis jetzt. Steht deswegen bei 89 gut und nicht so wackelig wie der Vorgänger. Ah, das ist das Weingut von Höfel mit dem Kattenzämmer Höregger. Versteigerungswein ist das gleich. 2020 großes Gewächs. Habe ich natürlich deswegen, weil Versteigerungswein keinen Preis. Ich weiß, dass die große Lage letztes Jahr, die war ein bisschen süßer, war also deswegen wahrscheinlich kein großes Gewächs, 48 Euro gekostet hat. Das ist natürlich auch schon eine Ansage. So schöner ist, aber da müsste man noch ein bisschen mehr echte Substanz, Tiefe und Komplexität mitbringen. Ist halt, ich habe es ja noch gar nie gesagt, einfach ein Problem des Jahrgangs. Da können die Punkte schleudern noch so johlen. Es ist halt nicht alles großartig in dem Jahr und an der Mosel halt gar nicht. Oder gar nicht, auch nicht. Da speichert sich das Wasser ja halt auch nicht überall besonders gut. Das ist so ein bisschen verschlossen, das ist noch ein bisschen hefig zugedeckt. Leichte Reduktionsnoten, pilziges und so vegetabile Töne dabei. Auch eine deutliche Mineralik. Aber da fehlt noch ein bisschen die Brillanz. Das ist, wie gesagt, noch alles ein bisschen gedeckt. Das ist auch am Gaumen noch ein bisschen verschlossen wirkend. Hat eine recht gute Substanz. Wirkt trockener als die Vorgänger. Hat wieder Hefe. Herbe mineralische Töne, feinen Griff, auch feine Säure. Ist jetzt halt, das wird sich halt durchziehen, auch nicht die größte Tiefe, aber es hat eine gewisse Länge und auch Substanz da hinten. Das steht bei 89 für meine Begriffe auch gut. Achso, zeigen wollten wir vielleicht auch noch. Das ist das Weingut A.J. Adam und das ist das 20er Goldtröpfchen große Gewächs. Kostet 35. Auch hefig, auch fest, auch eher herb, mit zurückhaltender Frucht. Haltende. Kommt der Franke wieder durch. Und eine recht deutliche Mineralik ist das in der Nase. Reife, ganz leicht warme. Recht saftige Frucht. Auch eher auf der trockenen Seite. So restlos trocken sind die ja ganz selten. Also zu einem gewissen Schmelz. Ein mineralisches Fundament. Griff von sehr reifen, von sehr reifer Phenolik. Sehr ruhiger Stil, aber hat trotzdem Ausdruckskraft. Ja, ich habe schon da reingeschrieben, schon zugänglich, trotz der leichten Reduktion. Ich würde jetzt heute auch wenn er wirklich schmeckt, eher dazu neigen zu sagen, B
bitte noch nicht anfassen. Doch, vielleicht noch ein Jahr warten. Das hat aber schöne Länge und Substanz. Bleibt ein bisschen weich und auch da natürlich die letzte Dichte und Tiefe für ganz hohe Weine fehlen. Es ist ein bisschen ein Grenzfall zwischen 89 und 90. Aber im Zweifel entscheiden wir uns ja immer für den Wein. Also gehen wir im 90. Moment, das muss man. So. Auch das, es ist ja ganz oft so, dass man, wir haben uns früher ja die Lagerfähigkeit von trockenen Rieslingen manchmal sträflich unterschätzt. Und es gibt natürlich einige, die 20, 30 Jahre halten. Dieses Jahr, selbst bei solchen Weinen, das ist wieder Clemens Busch, das ist die Pöndericher Marienburg, großes Gewächs, 20, wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Ich würde also auch hier sagen, 3, 4, 5 Jahre wird es wunderbar schmecken. Aber es einfach blind riskieren, das länger wegzulegen, ich mache es nicht in dem Jahr. Muss ja nicht sein, schmeckt ja jetzt. Und das sage ich selten, dass man das jung trinken soll. Ganz leicht rauchig, reduktiv, ja, steht drin, ist es noch. Was ganz zart nussiges fast. Recht feste Frucht, wieder zurückhaltend, so mit einer kühlen Mineralik im Hintergrund. Ganz zarte Blütentöne. Es hat eine gewisse Tiefe in der Nase und auch eine gewisse Komplexität. Ja, das ist auch am Gaumen noch ein Stück fester, fast wie der Vorgänger. Gerade auch wieder so eine gewisse, das ist bestimmt wieder Busch, also eine gewisse Wärme und Griff von reifen Gerbstoff und ganz feine Säure. Was ganz leicht dunkelbeeriges hinten. Was leicht pfeffriges auch. Also da wäre ich jetzt ohne Wenn und Aber 94. Und auch das, auch wenn er noch jung ist und ein bisschen reduktiv, aber die Art, wie der sich geriert mit dieser feinen Würze und der eher unaufdringlichen, ruhigen Frucht, das macht jetzt schon Spaß. Das ist wieder Clemens Busch. Dieses Mal ist es seine Fahlei aus der Marienburg. Auch 20. Ja, ist auch der längste bis jetzt. Fahlei, Fahlei, Fahlei. Achso, da habe ich keine genauen Preise. Das war auch bei den Fahrleib-Terrassen nicht. Bis 50 war das. Und der bis 40. Also das, ich habe hier nur ungefähre Preise. Ja. Ich habe auch bei den Vorjahren keine angegeben, keine Preise. Aber so ungefähr halt. So zwischen 35 und 40 Euro. So um den Dreh kostet das. Aber es ist wirklich der erste, der sowas wie Länge hat. Probieren wir vielleicht später auch nochmal. Das sollte man vielleicht wirklich draufstehen. Was haben wir vorhin gesagt? Was würde ich noch weiter tun? Genau. Genau.
Das ist noch ein ganzes Stück reduktiver wirkend, rauchig, hefig in der Nase. Bisschen was Helles, Vegetabiles, Kräuter, Mineralik. Die gelbe Frucht noch eher im Hintergrund. Ja, das ist jetzt wieder lebendiger. Die Buschs waren ja eher von der ruhigeren Abteilung, das ich aber sehr mag. Also es ist keine qualitative Einstufung. Das hat mehr Säure, ist ein bisschen kantiger, hat dafür nicht ganz den Hintergrund und die Dichte, die Buschs hatten. Dafür gewisse Spannung. Es hat Mineralik hinten wieder, das leicht hefige. Ja, gewisse Länge. Der steht jetzt wieder bei den 19. Ne, Moment, stopp, halt. Das sind eben, das steht bei 90, aber ich war jetzt bei innerlich bei 89. Das stimmt aber nicht. Also ich wäre nämlich mit den 89 sehr einverstanden, mit den 90 nicht ganz. Auch wenn der Wein wirklich schmeckt. Aber da geht es halt wieder um dieses kleine Loch in der Mitte, das die Weine, in dem wir halt einfach immer wieder haben. Das ist wieder A.J. Adam, das ist Drohn Hofberg. Drohn Hofberg kostet 30 Euro. Ja, das merkt man auch hinten raus. Es ist auch schneller weg als die Buschs. Komisch, der war jetzt entweder, naja, war wahrscheinlich falsch drin gestanden mit den 90, denn jetzt sind wir wieder bei 89 Punkten. Wir probieren das in den Nachproben ja immer punktemäßig aufsteigen, logischerweise. Aber er macht ja nichts, man hat ja gemerkt, bei den 89ern passt er genau rein, bei den 90ern nicht. Ein bisschen was Rauchiges hat. Der auch, so ein bisschen Reduktion, nicht so stark wie der andere. Pflanzliche bis kräuterige und ganz zart pilzige Noten, eine eher zurückhaltende, aber feine Frucht, die mir recht gut gefällt. Ist eine relativ runde Frucht, so ganz leicht süßlich, bisschen was Rauchiges. So ganz so eher dunklere Mineralik, auch was Rotbeeriges dabei. So ein bisschen Schmelz, aber so ganz mürber Gerbstoff, der für Griff sorgt. So leicht Fencheliges wieder mal im Hintergrund. Ja, das ist ein schöner Wein, steht bei 89 genau richtig. Noch einmal Busch. Oh, ich bin jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Ah, das ist sein Roten Pfad, großes Gewächs 2020. Das ist ein Charakter wirklich ein bisschen anders als die anderen. Der kostet bis 35 Euro, habe ich da stehen. Also ich nehme mal so zwischen 30 und 35 an. So in der großes Gewächshierarchie ist der Roten Pfad, glaube ich, sogar der kleinste. Was jetzt bewertungstechnisch sicher auch so bestätigt hat. Das hat eine gewisse Tiefe und Festigkeit in der Nase. Eine ziemlich feine Kräuteraromatik und auch die Frucht ist kühl und fein.
Ja, ein bisschen Fenchel hat er auch. Recht deutliche mineralisch, Mineralik. Ganz anderer Typ. Hell, straff, mit einer lebendigen, aber wieder sehr feinen Säure, die also wieder mehr so durchwirkt und nicht so wie ein Stahlseil von vorne nach hinten sich durchzieht oder neben dem Wein steht. Feiner Gerbstoff, fenchelige Töne, Kräuter, Frische, Helligkeit in dieser, im ganzen Charakter, deutliche Mineralik. Ja, ich gestern. Stand Butter und Karamell, oder es steht heute noch drin. Wenn man im Abgang danach sucht, ist es auch noch da. Aber gestern war es offensichtlich deutlicher als heute. Das heißt, der Wein hat sich nochmal gestrafft. Und deswegen sind es auch 90 und keine 89. Weil der noch einmal an Zug gewonnen hat. Hat auch hinten eine schöne Frische. Und bleibt auch relativ lang stehen. Das sind 90. Ah, das hat man auch noch gar nicht heute. Das ist Peter Lauer. Das ist seine 20er Kupp großes Gewächs. Preise haben wir keine. Haben wir noch von den früheren Jahren was? Kupp? Nee, auch keine Preise. Ja, dann müssen wir halt ohne leben. Recht fest, bisschen rauchig. So ganz feine Zitrussteinobstnase mit kräuterigen Aromen. So ein Hauch Pfeffer und auch die Mineralik hat so was ganz leicht Dunkles. Aber aufgeräumte, geschliffene, schöne Nase. Gaumen ist ein bisschen weicher. Weich, ganz leicht süßlich, auch relativ ruhiger Stil. Eben recht geradlinig durchgezeichnet von vorne bis hinten. Sehr, sehr feine Säure, bisschen Mineralik, so was leicht Florales und Rotbeeriges im Hintergrund. Auch so, eben so ganz leicht dunkle Anteile. Und es hat fast so was Cremiges. Hinten auch diese Kräuteraromatik geht so ein bisschen ins Mediterrane. Ja, ich war also von der Nase her schon so weit, dass ich ihm fast 90 geben wollte. Wenn er ein bisschen mehr Spannung hätte, hätte er die auch. Muss ein Schreibfehler aus, Tippfehler ausbessern. Na, aber so bleibt es bei den 89. Das Weingut Willi Haag hatten wir ja auch noch nicht. Brauneberg New Versonnenuhr 2020 ist das. Auch das ein Wein, den man getrost nächstes Jahr zum Trinken anfangen kann. Oder eigentlich jetzt schon. Nur da glaube ich, dass er mit wenigstens ein bisschen Reife, dass auch die Aromatik noch ein bisschen an Komplexität gewinnt. Und vielleicht strafft er sich ja auch noch ein bisschen. Ziemlich herb die Nase.
feste, pflanzliche bis kräuterige, ja, Noten, die Frucht eher zurückhaltend. Angedeutete gelbe Würze und fenchelige Töne. Und auch Mineralik hat er in der Nase. Es wird ganz trocken, ziemlich fest, frische, herbe, helle, dennoch auch saftige Frucht. Hefenoten, deutliche Mineralik, auch wieder Grip von reifem Gerbstoff. Das ist noch ganz, ganz leicht eckig am Gaumen. Aber das ist wirklich nur der Gerbstoff. Die Säure ist wunderbar integriert. Das liegt halt einfach wirklich daran, dass der Wein da ziemlich unentwickelt ist. Und da gibt es halt null Süße, die da irgendwas aufweicht. Das sind jetzt schon tatsächlich wieder mal 90. Da finde ich ihn auch gut stehend. Ich werde ihn aber mir trotzdem wegen seiner Festigkeit morgen nochmal anschauen. Nur auf den Verdacht hin, nicht, dass wir ihm Unrecht tun. Denn es ist sicher der beste Wein bis jetzt. Und so kompromisslos. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Na, aber es sind 90 heute. Mehr sind es nicht. Jetzt nochmal AJ Adam. Nochmal, ach so, das ist sein Reserve. Das ist 19 Thronhofberg Reserve 2019. Kostet 45. Wir haben es heute. Zum Morgen noch einmal probieren. Das wird ja viel reduktiver. Aber auch fest in der Nase, ein bisschen was ja, Rauchiges kommt wieder von der Reduktion, aber sehr mineralisch auch. Ein bisschen gelbe Würze. Und auch Pfeffer. Und was ganz leicht Florales. Und Wurzelgemüse ist eine recht komplexe Nase, hat auch eine gewisse Tiefe. Schön, es ist kühl, fein, saftig, durchgezeichnet, wieder trocken. Also ganz hinten, es kommt schon so ein winziger Hauch Zucker mit, aber es ist wirklich völlig minimal, es interessiert eigentlich überhaupt nicht. Vor allem, weil es so viel Griff hat und Zug und Spannung, schöne Säure, die jetzt eher so wieder so dieses Stahlseilige hat. Jetzt so dieses ganz durchwirken, wobei das hat er schon auch ein bisschen. Vor allem ist es eine schöne Phenolik, es hat eine gewisse Tiefe, nicht ewig, aber es ist eine da. Das zieht auch nach. Das ist jetzt der mit der größten Spannung bisher. Da würde ich jetzt tatsächlich eher bis 2-3 warten, bis ich da das Trinken anfange. Außer, ja klar, wenn den Leuten diese sehr spannungsreiche, griffige, nur noch nicht perfekt zusammengesetzte Jung fällt, warum sollen sie es nicht trinken? Ist ja kein Thema. Es ist nicht so, dass man jetzt sehr viel verpasst, wenn man ihn länger liegen lässt. Weil zeigen tut er nämlich schon viel. Für mich trotzdem immer noch 90 aus bekannten Gründen, aber warum steht der jetzt wieder bei 89? Was habe ich denn da sortiert? Ich trottel, weil es sind 90. Stehen auch hier auf meinem komisch.
Ist ja auch wurscht. Jedenfalls die 90 hat er. Ich schaue mir den aber auch morgen nochmal an. Weil sympathisch ist er mir sehr. Ich möchte auch ihm nicht Unrecht tun. Bevor ich ihn wegstelle, überprüfen wir lieber noch einmal, ob er für die 91 gut ist oder nicht. Bricht uns ja nichts aus der Krone. Das ist AJ Adam. Das ist sein 20er Drohne Häschen. Was ist denn das in der Haushierarchie? 28 Euro, da schau her. Das ist der günstigste von allen. Aber für mich der schönste. Das ist ziemlich dicht in der Nase. Herb, so leicht gelbwürzig, zurückhaltende Frucht, die aber Tiefe hat. Sehr mineralisch, bisschen tabakig. Ja, also das riecht schon vielversprechend. Gerade weil das eben schon Tiefe und Dichte in der Nase hat. Also genau die Sachen, die man dieses Jahr so oft vermisst. Ja, das ist guter Wein. Wirkt trocken, fest wieder, hefig noch. So ein bisschen so noch eine sehr jugendlich hefige Würze, die ja auch was Animierendes haben kann. Aber manchmal andere Eigenschaften des Weins noch ein bisschen zudeckt. Die Frucht ist zurückhaltend, dann kommt viel Mineralik. Das hat wirklich überhaupt keinen Zucker, das Ding. Das hat wirklich aber Substanz und Schmelz und Festigkeit. Das gefällt mir sehr. Bleibt trotz seiner gewissen Kraft kühl. Bisschen gelbe Würze hinten und dann hat es Länge und Nachdruck und zwar mehr als alles andere bis jetzt. Und da können wir jetzt wirklich über 91 nicht nur nachdenken, sondern das machen wir jetzt auch. Ja, das hat wirklich auch am Gaumen Dichte und eine gewisse Tiefe und vor allem das ist lang. Man hat das Gefühl, dass sich das bis weit runterzieht, als würde man den im Magen noch schmecken. Und da arbeitet auch noch was. Und das haben wir in der Form heute, glaube ich, noch gar nicht gehabt. Ja. Das kann sich sehen lassen. Das ist das Weingut Meyer. Also ein nicht VDP großes Gewächs. Das ist sein 2020er Heidenloch, heißt das. Das kann was. La kostet 22,90, das kann man auch bezahlen. Ich gestehe, ich weiß gar nicht, wo das ist. Aufklären lassen. Und auch, warum der Wein was kann, was so manche anderen berühmten Lagen dieses Jahr nicht können. Das ist auch recht schöne Nase. Das ist fest, wieder leicht reduktiv, kräuterig, fast was Kreidiges in der Nase. Und sowas an Eiweiß und ein bisschen Speck erinnernd. Vor allem so grüner Speck, also ohne Fleischanteil. Unruhig, aber gut.
Ja, das hat auch einen ziemlich festen Saft. Klar, relativ dicht. So ganz leichtes Peperoni-Tönchen steht es drin. Nein, steht es nicht. Halt. Und da steht es, steht was. Was eben auch übrigens selten ist dieses Jahr, das ist der feste Kern, den der Wein hat. Und den hat er. Es ist noch ein bisschen rau, der ist ein ganz leicht sandigen Gerbstoff, der aber nur bedingt trocknet ist. Also ich glaube nicht, dass das unangenehm wird, sondern das bindet sich ein. Vor allem, weil das gestern schon schlimmer war und jetzt mit der Luft nachlässt, ist immer ein gutes Zeichen. Gibt genug Weine, da passiert das genau andersrum. Hier nicht. Hier wird der Wein saftiger mit Luft. Das ist kühl. Das ist wirklich nur minimal süßlich. Das ist weitgehend trocken. Gerade auch hinten raus hat es so eine Herbheit, die mir sehr, sehr gefällt. Und es ist straff. Und es ist komplex. Da kann ich auch mit 91 leben, glaube ich. Vielleicht ein Grenzfall, aber wie wir das halt oft haben. In dubio pro vino. Das ist Peter Lauer. Das ist sein 20er Feils. Da habe ich jetzt wieder keine Preise. Jetzt würde mich jetzt auch interessieren, wie das in der Haushierarchie so aussieht. Weil wir haben das dieses Jahr ja ziemlich oft. Das merken wir nicht das erste Mal. Auch heute haben wir das ja schon gehabt, dass die in der Haushierarchie die nominell kleineren Weine öfter mal mindestens genauso gut, wenn nicht besser sind, wie die mit dem größeren Ruf und der berühmteren Herkunft. Das ist nicht immer so, klar nicht, aber es kommt immer wieder vor in dem Jahr. Häufiger als sonst, habe ich den Eindruck. Ist auch reduktiv, aber ein bisschen ruhiger als der andere und verhaltener. Aber ziemlich fest. So ganz leichte Exotik in der Nase. So ein bisschen. Ach. Jetzt haben wir ihn doch erkannt, weil ich glaube, das ist der, den wir schon mal reingestellt haben. Das ist nämlich, man kennt ihn an diesem Maracuja-Tönchen. Ja, aber es hat eine Tiefe in der Nase. Man kann nicht meckern. Ja, ist gut, dass wir den nochmal reingestellt haben. Ich bin überzeugt, dass er das ist. Weil ja, das hat so ein bisschen süßlichen Schmelz, aber es hat halt auch eine Dichte und Mineralik. Ziemlich kompakten Bau und es ist auch hinten raus ziemlich komplex. Den haben wir unterschätzt. Also wir, ne? Ihr und ich. Ja. Das ist jetzt einer der Weine, die wirklich reifen müssen. Geben eher 91 und ich werde mir den morgen nochmal anschauen, weil das ist ja doch eine andere Entwicklung. Wir erinnern uns, der kommt von 88 Punkten und geht jetzt so durch die Instanzen. Haben wir ja manchmal solche Weine. Das gibt es morgen einfach noch einmal. Ja. Das war jetzt, wie gesagt. Das war klar. Das sind nochmal die Fahrleiterterrassen 20. Wir erinnern uns, das ist der mit, der so eher knapp 50 Euro kostet. Also hier stimmt es jetzt mit der Haushierarchie bei Busch. Das hatten wir jetzt schon den ganzen Tag, gell,
dass es hier stimmt. Nicht wie vorhin angesprochen in manchen anderen Fällen. Ganz anders. Das hat so fast was Heilkräuteriges. Auch wieder rauchig reduktiv. Das hat so fast einen leichten Stinker. Also das haben wir ja auch oft, dass die Weine mit Luft erstmal noch reduktiver werden, bevor sie wieder zugänglicher werden. Aber es hat auch eine gewisse Tiefe in der Nase und auch Komplexität. Es ist herb, kräuterig, mineralisch. Das ist ja zurückhaltende Frucht, eher mit so dunklen Anteilen. Ja, das ist auch am Gaumen. Einerseits hat es was Helles in der Frucht und dann kommen da wieder so dunkle mineralische und schwarzbeerige Noten. So was fast ein bisschen Mediterranes und so Wacholdertöne im Hintergrund. Also auch ein Stück weit ätherisch. Bisschen mehr Süße jetzt wieder, aber die jetzt auch nicht die Konturen verwischt, sondern eigentlich nur für noch ein bisschen mehr Saftigkeit sorgt und so einen leichten Candis-Ton. Ja, aber es hat schon Nachdruck. Kann ja fast mit 91 leben, aber das will ich auch morgen nochmal sehen. Achso, wir haben noch einen Busch gehabt. Das kann aber Nest sein. Ja, ah, das ist Buschs Falkenlei 2020. Ja, das ist schon gut. Falkenlei, schauen wir mal. Falkenlei. Ja, ist auch so in der 35 bis 40 Euro Klasse, also in der Haushierarchie knapp unter den Pfarrleiterrassen, die wir gerade davor hatten. Hat aber auch Länge, zieht sich auch wirklich runter. Das ist schon gut. Das ist verhaltener und herber in der Nase. Hat so eine ganz eigene, angetrocknet pflanzliche, fast ein bisschen tabakige Würze. So Spurwurzelgemüse und ein bisschen so dunkle, erdige Mineralik ist da drin. Ja. Interessante Nase. Ist ruhiger. Das ist ein relativ leiser Typ Wein. Wieder pflanzlich, ganz leicht hefig, dunkle, erdige Mineralik. Dazu gehört so auch so ein Hauch Pilze und Wurzelgemüse. Sehr feine, marmorierende wieder Säure. Feiner Griff von Mürbengerbstoff. Das Ganze hat so einen dunklen Unterbau.
wirklich was Erdiges im positiven Sinne. Einen ganz leicht süßlichen Schmelz hinter im Hintergrund, aber diese herbe Würze puffert das alles. Das ist wirklich so griffig und marmoriert. Ganz leicht so wieder diesen Fenchelton. Und bleibt auch hinten, es hat Länge. Das arbeitet auch gut nach. Bleibt auch hinten ruhig. Ja, das sind 90, das passt. Und das gefällt mir, muss ich sagen. Und das ist auch kein Wunder. Das ist das, was Brauneberg einfach so oft hat. Das ist die Jufa-Sonnenuhr von Max Ferdinand Richter. 2020, großes Gewächs. Und diese Brauneberger Lagen, nicht nur die, aber die vor allem, haben sehr gern diese dunkelerdigen mineralischen Anteile. Das ist da ganz typisch. Das riecht rauchiger. Und der Rauch hat natürlich auch ein bisschen was Dunkles, aber die Frucht ist deutlich heller. Und natürlich, das ist ziemlich reduktiv, aber auch ziemlich mineralisch. Noch ein bisschen unruhig, vielleicht floral haben wir das drin. Nein. Aber diese Blütentöne müssen schon rein. Das wirkt auch am Gaumen kühl und eher hell, trotz eben dieser Rauchnoten, die er auch am Gaumen hat. Das ist noch hefig, kräuterig, pflanzlich, lebendige Säure, Griff von Reifen, ganz zart sandigen noch Gerbstoff, viel Mineral, wie ich schon gesagt. Und dann hinten raus, das hat man heute schon mal, so einen leichten Sanddornton, wirklich ganz leicht. Ja, aber das ist auch relativ kompromisslos trocken, das Ganze. Ja, das ist so ein Grenzfall. Also die 90 kann er. Ob es schon 91 sind, bin mir noch nicht ganz sicher. Gibt es morgen auch nochmal. Aber es ist sehr, sehr gut. Also das macht mir schon viel Spaß. Ich werde den eher noch ein Jahr liegen lassen. Oder zwei. Das ist noch einmal Peter Lauer. Das ist sein Schonfels 2020 großes Gewächs. So, kommen wir zum letzten. Das ist farblich schon ganz anders als die anderen. Und riecht auch ganz anders. Das ist eher so in Richtung Orangewein. Das ist ein bisschen offen. Also es riecht nach nicht viel Schwefel. Wenn überhaupt. Das ist gelbwürzig, das hat Wurzelgemüse, das hat Rauch. Fenchel wieder, Tabak, so ein bisschen Senfsaat, das nicht drin steht, aber jetzt. Und ein bisschen Champignons. Also ist ja ganz, ganz ungewohnte für normale Moselweinliebhaber. Ist das schon eine ziemlich verrückte Nase. Aber sie ist interessant, sie ist fest und sie hat Tiefe.
Ja, und es hat auch am Gaumen diesen Orange-Wein-Charakter. Eine herbsaftige, also Zucker hat es überhaupt kein, gelbe, fruchtgelbe Würze wie der Senfsaad. Mordsgriff von reifem Gerbstoff, ganz feine Säure, hinten dann rauchige, tabakige Noten. So was Mandelig-Nussiges gehört dazu. Ist nicht nur Mandel, ist also Paranuss oder sowas in dieser Art. Ein bisschen mehr nahe schreiben, weil ich kann viel erzählen, was da nicht drin steht. Natürlich habe ich als erstes die nussigen Töne reingeschrieben, die stehen schon drin. Sollte vielleicht doch oft mal anfangen, meine eigenen Sachen zu lesen, bevor ich sie korrigiere. Ja, also das ist ein Wein, der sicher polarisiert, weil er eben so viel Gerbstoff hat, weil er in der Aromatik hat. Das ist das, was viele so ein bisschen mit Mostig vergleichen. Es ist ja auch nicht völlig falsch, wenn das hat halt auch wirklich offensichtlich keinen Schwefel oder so wirkt es zumindest. Aber so sind halt diese Art Wein. Ich mag's, aber ich sehe auch ein, wenn es nicht jeder mag. Aber es hat halt auch Substanz, gewisse Tiefe, Komplexität. Es hat auch Frische. Natürlich auch etwas, diese viele Gerbstoff. Das ist natürlich auch ungewohnt. Es ist halt Gerbstoff wie bei Rotweinen. So ist es halt bei solchen Weinen. Daran muss man sich gewöhnen. Ich mag's. Steht bei 90. Ist wieder so ein Grenzfall. 90 oder 91. Ich glaube, dass mir die 90 reichen. Ich mag den Wein sehr, aber 90 reichen. Gut, das war jetzt nicht mehr schwer zu wissen, was das ist. Es war der letzte Wein und so ist halt nur dieser einzige. Also, WTF? Fragezeichen. Also, what the fuck? 2020 von Meyerer. Der hat sich da jetzt gar nicht blamiert gegen die ganzen VDP-Größen, gell, der Herr Mayer. Das ist schon ganz lustig. Kostet auch 22,90, wie wir erinnern uns, das große Gewächs, das mir in dem Jahr tatsächlich eine Spur besser gefällt. Aber ich glaube, dass ich die alle morgen ja auch nochmal probiere. Gut, das war's für heute. Das nächste, was kommt, glaube ich, sind weiße Burgundersorten. Chardonnay, Weißburgunder, das glaube ich, ist die nächste Runde. Und dann kommt wieder Riesling. Und dann kommt unbedingt mal wieder Lemberg, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das heißt, es wird natürlich noch eine ganze Weile weitergehen. Wir bleiben dran. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, danke. Tschüss.